Nehmen Sie Ihre Energie für das Ende noch zusammen und begrüßen Sie von Daimler Financial Service für die letzte Keynote Veränderung. Ja, bitte ein Werkstattbericht. Matthias Herrmann! Ja, nach so einer Ankündigung habe ich dann immer das Gefühl, intuitiv, ich will wo ganz anders hinrennen. Oder ich habe halt Schiss, aber das macht nichts. Ich möchte mich erstmal bedanken und bei meinen Vorrednern. Ich habe heute sehr viel gelernt und eine Erwartungshaltung von mir ist komplett rausgeworfen worden. Ich habe nicht gedacht, dass wir über Intuition und Gefühle reden werden. Stehen Sie mal ganz kurz auf. Weil er macht schon Action, aber ich mache noch mehr Action. Intuition, Gefühle, das gibt mir sehr viel Hoffnung. Das Zweite, ich habe gedacht, mein ganzes Leben besteht aus Projekten. Ihres auch. Und dann kam ein Satz, Projektarbeit, PMOs, der Treiber der Transformation, der Zukunft. Beglückwünschen Sie sich dazu. Bitte Ihren Nachbarn, herzlichen Glückwunsch. Sie treiben die Zukunft. Das sind Sie. Jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen, weil ich zeige Ihnen, was PMOs können, was Projektmanager vor sich hertreiben. Veränderung, ja bitte. Ach so, ich wollte mich noch bei jemandem bedanken. Danke, dass Sie mich so spontan überredet haben, hierher zu kommen. Jetzt mal sehen. Danke. Wir bewegen Menschen. Einfach und unkompliziert. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die Art, wie wir uns bewegen, grundlegend verändert. Und wir gehen mit unseren Ideen und digitalen Services weiter voran. So erfolgreich wie kein anderer. Wir bewegen jeden. Zuverlässig und nach seinen eigenen individuellen Wünschen. Wir bewegen die Wirtschaft sicher, effizient auf den Punkt. Unsere Flottenmanagementprogramme bewegen ganze Unternehmen. Digital, vernetzt und smart. Weltweit. Wir bewegen Träume. Machen Sie wahr. Wir finanzieren, verleasen und versichern, wenn es sein muss, sekundenschnell. Wir nennen es Mobility at your fingertips. Wir haben das Denken bewegt, die Richtung geändert und den Horizont erweitert. Und genau das werden wir auch künftig tun. Denn Veränderung ist unsere wichtigste Konstante. Wir bewegen die Sterne. Wir bewegen die Welt, weil wir dich bewegen. Financial Services. Ich habe es riskiert, Ihnen diesen Film zu zeigen, weil hinter diesem Film und hinter dieser Veränderung steht Projektmanagement. In jedem einzelnen Produkt, in jeder einzelnen Veränderung, aber es ist nicht so high gloss, so PowerPoint, so farbig wie der Film, sondern es sieht eher so aus. Das ist eine Werkstatt und die Werkstatt, die arbeitet die ganze Zeit in Projekten, in der Linie und ich werde nicht müde zu betonen, dass die Linie auch wichtig ist, in Projekten.
Deswegen habe ich das genannt, das ganze, diese ganzen spontanen Auftritte heute, Werkstattbericht from the factory floor. So sieht es bei uns dann eher aus. Und ich riskiere noch etwas, ich zeige Ihnen ganz kurz, aber da gehe ich relativ schnell durch, was wir eigentlich machen, Daimler Financial Services, wir finanzieren, das haben Sie gerade gesehen, weil in den nächsten Folien wird etwas passieren, was wieder eine massive Veränderung ist. Dass wir finanzieren und leasen, ist klar, das ist jetzt der linke Bereich, aber irgendwann in 16, 17 haben wir uns geändert, wir haben Aktivitäten hinzugenommen, wir haben fast intuitiv, möchte ich sagen, um das Wort ein letztes Mal zu benutzen, intuitiv an Mobilität gedacht und nicht nur an das Auto. Was braucht der Kunde? Bewegt er sich? Wann bewegt er sich? Wohin bewegt er sich? Und daraus sind die rechten Aktivitäten erwachsen, wie das Produkt Car2Go, MyTaxi, die sind gewachsen. Und jetzt passiert etwas anderes. Wir bewegen uns weiter. Wir stellen auf einmal fest, dass unsere eigentlichen Kunden nicht unbedingt der private Kunde ist mit dem Auto, nicht unbedingt der Business Customer, aber auf einmal tauchen Städte auf. Städte, die eine Gesamtlösung für ihr Mobility-Konzept haben wollen. Ein Mobility-Konzept, was mir erlaubt, mobil einzuchecken an meiner S-Bahn-Station. Vielleicht bin ich sogar mit dem Roller dahin gefahren, den wir ihm kurz irgendwo zur Verfügung gestellt haben. Und von dort aus bewege ich mich weiter. Alles mit einem Ticket in einer App. Ich kann dann umsteigen auf die S-Bahn und wieder ins Taxi. Ich kann alles mit einem Thema bezahlen. Erklären Sie das mal einem Ingenieur, der jahrelang Autos gebaut hat. Dass auf einmal das Konzept sich erweitert hat. Das Konzept einfach ein Mobilitätskonzept ist und nicht mehr ein Asset-Konzept. Das sehen Sie von links nach rechts. Wir haben mal angefangen als Vehicle Manufacturer. Dann musste irgendeiner diese Vehicle finanzieren. Wir haben festgestellt, dass wir große Flotten im Bestand haben, die irgendwie gemanagt werden. Wir konnten das dem Kunden abnehmen. Aber auf einmal sind wir weniger auf das Asset gegangen. Wir sind auf Mobilität gegangen. Und jetzt gehen wir auf die Intermodulare. Den Customer Interface. Auf einmal, und das haben wir schon mehrfach hingekriegt, haben wir den Kunden wieder entdeckt, was der eigentlich möchte. Wir denken, wir versuchen, wir zwingen uns aus der Sicht des Kunden, diese Mobilität zu begleiten. Durch unser Ökosystem, was wir uns selber ermöglichen. Das gesamte Environment hat sich verändert. Wenn ich früher mit den Bayern im Wettbewerb lag, oder mit Ingolstadt, oder mit Wolfsburg, dann liege ich heute mit ganz anderen Menschen im Wettbewerb. Und wir stellen ständig die Frage, wenn sich das so geändert hat, have you? Sind Sie dabei? Bewegen Sie sich? Findet irgendwas statt? Kann ich Sie mitnehmen? Was ist Ihre Sorge? Kann ich Sie ausbilden, damit das morgen auch etwas für Sie bietet? Das sind jetzt unsere Wettbewerber. Da sind nicht mehr so viele Automobilhersteller drauf. Das sind ganz andere. Mein Albtraum ist, dass Google Financial Services entdeckt. Weil die haben sowieso alle Informationen, die brauchen die Schufa nicht mehr. Sie lachen. Ich glaube fest daran, das kommt in den nächsten 3-4 Jahren. Alibaba kann das schon mit WeChat. Die haben schon ein Financial Profile und die können schon eine Kreditaussage über ihr WeChat-Profil abbilden. Das sind meine Wettbewerber von morgen, von heute. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, und deswegen habe ich es riskiert. Ich habe niemals, wenn Sie mir das gesagt hätten vor 10 Jahren, dass ich mal eine Folie vortrage, wo die Doppelniere drauf ist. Die Automobilliebhaber wissen, was die Doppelniere ist. Dieses BMW-Zeichen, ne? Rechts, das hätte ich nie gedacht. Jetzt stehe ich hier oben und habe eine Folie, wo tatsächlich ein BMW drauf ist. Das ist Veränderung. Das ist mehr als Veränderung. Es macht Sinn, was da drunter steht, dass wir natürlich ganz ähnliche Initiativen fahren, dass wir ganz ähnliche Entwicklungen haben, dass wir ähnliche Painpoints haben. Wir haben sehr ähnliche Kunden.
wir haben ähnliche Herausforderungen und wir haben ähnlichen Druck im Sinne von Google oder Uber oder Lyft. Da macht es nur Sinn. Wir haben eine starke Geschichte der Zusammenarbeit sowieso. Ich glaube auch, dass das weitergeht. Und bei uns macht der Begriff Frenemies mittlerweile die Runde. Frenemies, ne? Das sind also nicht mehr punktbezogene Freunde, aber ansonsten Enemies. Das klappt ganz gut bisher. Das sind Kulturwandel. Wissen Sie, wie viele Projektmanager da jetzt am Arbeiten sind? Das zusammenzubringen, das ist ein Change Management, ein Dream. Das ist toll. Wir sind nach Berlin gezogen, weil wir uns nicht auf München oder Stuttgart einigen konnten. Das ist klar. Jetzt sieht nämlich mein Portfolio auf einmal ganz anders aus. Jetzt bin ich wo ganz anders. Ich habe ganz andere Treiber. Ich habe ganz anderen Wettbewerb. Ich bin auf einmal, meine KPIs, meine Messbarkeit ist auf einmal eine ganz andere. Es zählt nicht mehr, wie viele Autos ich verleased habe, sondern es zählt, wie viele Kundenkontakte ich hatte, wie viele Kundenbewegungen ich, sagen wir mal, unterstützt habe durch Car2Go, wie viele Taxifahrten ich hatte. Natürlich ist eine Taxifahrt immer schön, wenn sie in einem Mercedes stattfindet, weil das ist eine Art Testfahrt für ihn, aber es ist nicht mehr notwendig. Wissen Sie, was für ein langer Weg nötig war, zu akzeptieren, dass eine Taxifahrt auch außerhalb eines Mercedes stattfinden kann? Das ist ein langer Weg. Derselbe Weg übrigens in München, auch notwendig. Mittlerweile ShareNow, das ist, nur damit wir Herrn Schmidt weiterhelfen, das ist in Zukunft unser Car2Go. Also wenn Sie jetzt ShareNow sehen, dann haben wir beides da drin, Minis und Smarts. FreeNow, das ist unser MyTaxi. Das ist eine mittlerweile die größte Hailing-Operation, also Ride-Hailing nennen wir das, in Europa. Das hat durchaus Möglichkeiten, mit Uber sich hier durchaus den Wettbewerb zu leisten. ReachNow, ChargeNow, ParkNow. Wir waren immer sehr schwach aufgestellt, wenn es um Charging und Parking ging. Und ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, die einen Führerschein hatten, aber kein Fahrzeug. Und wir haben festgestellt, sogenannte Power-User, Car2Go, die 400, 500, 600 Euro im Monat für Mobilität ausgeben. Dann war das natürlich logisch, dass wir mit Big Day da hingegangen sind. Sag mal, warum leasst du dir kein Auto? Warum finanzierst du dir kein Auto? Das ist ja ganz einfach, weil das Parken zu teuer ist. Ich gebe lieber die Mobilität ab und stelle das Ding irgendwo hin. ParkNow schließt für uns eine Lücke, also im Portfolio. ChargeNow, zweite Herausforderung. Wir haben ungefähr 2017, 2018 angefangen, uns in der Financial Services Gedanken zu machen, wie wir uns eigentlich aufstellen wollen und sind letztendlich auf zwei größere Stränge gekommen. Die eine haben Sie gerade gesehen, das nennen wir CASE, das ist Future of Mobility. Das ist so der interne Name, Connected, Autonomous, Service und Electrified. Das ist die Seite, die Sie gerade gesehen haben, die hat abgehoben. Schwieriger und herausfordernder, gerade für Project Management, war die Core-Arbeit. Ein ganzes Unternehmen, Financial Services, mit 12.000 Mitarbeitern, einen Lift zu geben, eine Renovierung zu geben, eine Digitalisierung zu geben, ein neues Denken zu geben, eine Veränderung zu tragen, um genau diese Mobilität einmal abbilden zu können, aber auch weiterhin dafür zahlen zu können. Das ist bei uns ein profitables Geschäft. Und wenn Sie meine Wettbewerber von vorher sehen, wenn die einsteigen in die Kundenschnittstelle bei uns, dann tut das weh. Deswegen müssen wir das Kundenerlebnis, diese Schnittstelle fast fühlbar ohne Grenzen hinbekommen. Dazu müssen wir unsere gesamten Legacy-Systeme, unsere ganzen Altsysteme loswerden und an einem horizontalen Lending-Prozess, nennen wir das Digital Lending-Prozess, arbeiten. Das nennen wir auch Strengthening the Core.
Und das in 40 Ländern. Was wir natürlich machen wollen, ist 360 Grad die Daten ausarbeiten. Das ist eine schöne Vision. Es gibt mindestens 12 Projektteams, die daran arbeiten, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine Cloud zu bedienen mit Daten aus unterschiedlichen Ländern. Ich glaube, wir sind immer noch nicht viel weiter. Das sind riesige Hürden, die wir heben müssen. Adapt the organizational model. Da schlummert in so einem einfachen Satz, da schlummern Ängste, territoriales Verhalten, Veränderung, Freunde. Da schlummert alles, was Change Management ausmacht. In diesem kleinen Satz. Wir sind regional aufgestellt in der Financial Services. Das heißt, ich habe eine Region China, eine Region Asien, eine europäische und eine amerikanische Region. Den Chief Experience Officer, unseren Digital Officer, den haben wir über alle Regionen drüber gelegt. Jetzt sagen Sie mal einem regionalen Chef, dass der digitale Chef diesen Kundenauftritt macht. Das sind riesige Veränderungen. Was haben wir gemacht? Und irgendwo mussten wir ja anfangen. Wir haben versucht, die Leute, die Menschen, die Betroffenen, die Department Heads, jeden mitzunehmen. Und wir haben versucht, irgendwie das Unternehmen zu aktivieren, angesichts von Wettbewerb. Und ich sehe heute noch Menschen im Unternehmen, warum soll ich mich ändern? Wir bauen doch tolle Autos. Das ist ganz schwierig. Deswegen haben wir uns überlegt, wir setzen einen Impuls in das Unternehmen. Ein Impuls, der sagen wir nicht Sense of Urgency, Panik heißt, sondern ein Impuls, der heißt, schaut euch mal die Zukunft an, wie sie möglicherweise sein kann. Diskutiert das mal. Und wir haben dazu ein System benutzt, das Learning Map heißt. Wir haben sehr viele Menschen aus dem Unternehmen involviert, gefragt, wie denn die Zukunft aussehen kann. Und interessanterweise, das ist eine Lernerfahrung für mich, ich darf meine eigene Learning Map Ihnen nicht zeigen. Das scheint so geheim zu sein, dass ich jetzt eine generische Ihnen zeigen muss. Es ist aber trotzdem ein wunderbares Instrument in dem Unternehmen mit allen Mitarbeitern. Wir haben dieses Bild, was hier rechts zum Beispiel eine Zukunftsvision eines Unternehmens ist, wie denn das aussehen kann. Unten links der Canyon, auch Herausforderungen zwischen Management und den Mitarbeitern zeigt, zwischen Vision, zwischen Führern, also Leadern und Managern und Mitarbeitern zeigt, also der durchaus das Unternehmenprofil widerspiegelt, womit beschäftigen wir uns, der zeigt alten Zustand und neuen Zustand. Und dann haben wir es geschafft, und darauf sind wir sehr stolz, 13.000 Mitarbeiter, für über 6 Monate in die Diskussion dieses Bildes zu involvieren. Weltweit, nicht nur in Deutschland. Das haben wir in Malaysia gemacht, das haben wir in Singapur gemacht, in Südafrika, in Argentinien, in Amerika und in ganz Europa. China, überall. Das hat einen wahnsinnigen Impuls in das Unternehmen gegeben, weil auf einmal haben die sich damit beschäftigt. Wie kann denn das aussehen? Was heißt denn das eigentlich, einen Mobility Highway, so haben wir es genannt, zu besetzen, auf diesem Mobility Highway unterwegs zu sein? Wohin fahren wir denn eigentlich? Und diese Diskussion hat in dem Unternehmen so viel Momentum, so viel auch Emotion, Buy-in, Interesse ausgelöst, dass das wirklich ein Hochpunkt nach 6-7 Monaten war. Die Schwierigkeit ist natürlich, dieses Momentum zu halten. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist sehr schwierig. Dazu brauchen Sie Leute, die das Feuer jetzt weiter füttern. Gleichzeitig, es langt nicht, so eine Diskussion zu führen. Es langt auch nicht, so einen Impuls zu setzen, sondern jetzt müssen Sie mit Haltung, mit einem gewissen Management Buy-in, und ja, ich bin Buy-in, Management muss lernen, mit einer gewissen Haltung reinzugehen und die Menschen mitzunehmen in dieser Veränderungsphase. Das ist sehr anspruchsvoll. Deswegen, und das ist ein anderes Projekt, was wir
2016, 2017 angestoßen haben. Wir nennen das Leadership 2020. Leadership 2020 ist ein Projekt, wo wir letztendlich unseren Leadership-Style, unser Management, unser Reward-System, unsere, ich zeige Ihnen das gleich, von unten heraus reorganisiert haben. Das Unternehmen hat letztendlich das Mandat 1000 Mitarbeitern gegeben, die sich in Workshops damit beschäftigt haben, das Leadership Principle, Leadership 2020, komplett zu ändern. Das ist ganz high level, was dabei rausgekommen ist. We learn fast and seek feedback. Dabei, ich entschuldige mich für das Wort, aber es ist ein tolles Wort. Wir haben auch eine Fuck-Up-Night eingeführt. In vielen Divisionen. Natürlich versuchen wir Trust, Inspiration, Change, Adapt quickly. We lead by providing meaning. Wir haben das aufgenommen. Das hat sich die Organisation selbst gegeben. Das war nicht ein Vorschlag vom Management, hier so wollen wir führen, sondern so hat die Organisation gesagt, so wollen wir geführt werden, so werden wir führen in Zukunft. Viele Game Changer sind dann gekommen, was Feedback Culture ist. Wir haben tatsächlich Apps, Mobile Apps, wo ich Feedback sofort rüberschicken kann. Ich suche die E-Mail, zack, kann ich das E-Mail, du warst heute richtig gut in dem Meeting, das war richtig scheiße, was du gemacht hast. Klares Feedback, sofort, instantaneously. Digital Transformation, das haben wir heute gesehen. Ich würde heute etwas hinzufügen. Ich würde heute tatsächlich den Blog Intuition hinführen. Glaube an die Intuition, das würde ich heute dazuführen. Swarm Organization, wir haben das ganze, ich habe Witze gemacht, wir haben das halbe Unternehmen in Swarms losgeschickt. Es war irgendwie keiner mehr in den Abteilungen übrig, die waren irgendwo alle am Swarmen. Das hat Energien freigesetzt, das hat eine Kreativität freigesetzt. Ich habe sie nicht immer gefunden, die Mitarbeiter, aber die waren schon sehr produktiv. Mit sowas muss ein Unternehmen wie Daimler oder Daimler Financial Services lernen, umzugehen. Diese Kreativität, diese für einen alten Anzug Menschen, der da irgendwie sagt, was macht mit ihr Swarm? Das grenzt an Anarchie. Das grenzt, der sagt nicht mehr, wo er ist, der sitzt jetzt woanders. Der hat keinen Arbeitsplatz mehr, der sitzt dann irgendwo in einem mobilen Büro, in irgendeinem anderen Space rum. Der arbeitet, das verstehe ich nicht. Das war eine ganz große Hürde, mit der wir umgehen mussten. Incubators. Natürlich sind wir vor 3, 4, 5 Jahren alle losgelaufen, waren auf jedem Startup-Campus, der auch nur irgendwo sich aufgetan hat. Das hat wiederum eine irrsinnige Energie freigesetzt in dem Unternehmen. Was wir lernen müssen, ist den, ich nenne es den T-Faktor, den Transferfaktor auch hinzubekommen. Und was wir gelernt haben, ist, wir sind alle losgelaufen, haben tolle Startups gefunden, aber wir wussten nicht wirklich, was wir mit denen machen sollen. Die konnten wir irgendwie nicht anwenden. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir uns andersrum drehen und sagen, was ist denn mein Problem? Welches Startup kann mir denn eigentlich wirklich helfen? Und dann ziehen wir es ran. Das ist eine Lernkurve. Die haben wir uns gegönnt als Game Changer. Decision Making. Haben wir die Hierarchie abgeschafft? Nee. Aber wir entscheiden anders. Wir entscheiden schneller. Und so nenne ich das Veränderung ja bitte Haltung, Attitude. Nun bin ich schon länger beim Daimler. Ich habe es noch nie miterlebt, dass eine Organisation so self-reflected, so reflektierend mit sich umgegangen ist. Ich habe es auch noch nie erlebt, in den letzten 3 Jahren habe ich mehr Veränderungen in diesem Unternehmen erlebt als in den letzten 25. Sowas von schnell, sowas von fundamental. Sowas von VUCA, wenn Sie wollen, sowas von getrieben, das ist faszinierend. Und das hört nicht auf. Also wer sagt, das wird jetzt langsamer, glaube ich nicht dran. Wir haben zum ersten Mal einen Begriff lösungsorientiert genutzt. Nicht mit dem, du hast gemacht, das, du hast ein Problem, sondern was machen wir denn jetzt damit, wie lösen wir das Problem? Lösungsorientiert ist für manche Manager sehr schwierig.
Komplexität, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen und tatsächlich sich einzugestehen, es ist zu komplex, um es zu beherrschen, ist ein riesiger Schritt für die meisten Manager. Das ist eine Herausforderung. Wir haben tatsächlich Begriffe wie Respect, Appreciation, Dialogue uns selbst verordnet und wir leben sie auch. Wir haben eine sehr gute Feedback, Dialog, Appreciation Kultur. Bekommen wir genügend Appreciation? Nein. Kann man das immer noch mehr machen? Klar. Aber wir sind im Dialog dazu. Und da gibt es einen Spruch, den gibt es seit über 30, 40, 50, den gibt es wahrscheinlich seit 125 Jahren. Wenn Daimler wüsste, was Daimler weiß. Aber das gilt auch für ZF oder Veleda. Wenn wir wüssten, was in unseren Unternehmen schlummert, an Wissen, an Lösungen, an Ideen, think connected, vernetzt denken. Jetzt war die Learning Map ein guter Impuls. Die Spannung muss gehalten werden. Wir sind mittlerweile in der Lage und auch da bin ich sehr stolz drauf, wir haben ein Change Network eingerichtet und schulen Menschen in systemischer Beratung, interne Manager. Wir schulen Manager in Change Management, die wir rausholen. Das ist so ein Dialog. Du musst schon ein bisschen freiwillig das auch wollen. Du musst einen gewissen, sagen wir mal, einen Hang dazu haben. Aber wir erlauben das. Wir haben über 60 interne Change Manager. Wir haben aber auch festgestellt, dass das systemische Arbeiten sich gut anfühlt auf einen gewissen Punkt hin und dann fallen wir zurück und wir wollen es etwas strukturierter haben. Wir wollen es etwas messbarer haben. Wir wollen etwas mehr Struktur haben. Das verkauft sich auch für denjenigen, der sagt, wie viel Esoterik brauche ich denn jetzt? Das verkauft sich dann besser. Das ist eigentlich... Und das ist ganz lustig, der Begriff kommt sogar aus diesem Werkzeug heraus, Self-Organized Unternehmen oder Organizations. Wir haben uns selber von unten neue Tools dazu gegeben. Natürlich sind die Scrum, Agile. Da ist übrigens ein neuer Begriff, ich fand das lustig, der Kollege Agile und dann zurück zum traditionellen. Wir nennen das dann Wargile. Das ist dann der Begriff zwischen Waterfall und Agile. Den finde ich dann herrlich, weil manchmal können wir es nicht lassen. Wir wollen doch Waterfall machen, auch wenn wir noch so agile reden. Das ist vor allen Dingen fürs Management schwierig, weil ich bin natürlich gewöhnt, KPIs zu haben, die sehr Waterfall-orientiert sind. Im Agile muss ich auf einmal anfangen zu vertrauen und habe noch nicht die KPIs, um zu sehen, wo das Ganze rauskommt. Das irritiert. Das ist aber herrlich. Und insofern finde ich, und das habe ich heute gelernt, den geschützten Raum, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das kann ich nur unterstreichen. Lassen Sie das Team arbeiten und switchen Sie nicht die Methode. Vertrauen Sie aufs Agile ganz durch. Weil die Measurability, wenn Sie ein Agile-System mit Waterfall messen wollen, dann bringen Sie alles durcheinander. Das habe ich festgestellt in einem großen Projekt. Change Competency. Wir haben dann in dem nächsten mit ProSight zusammen, mittlerweile fast 300 Menschen geschult, um diese Veränderung, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, die wir Balanced Strategy nennen, also die Core-Renovierung sozusagen, die Kernprozess-Renovierung, zu begleiten, weltweit, um quasi durchzulaufen und ja, im Grunde genommen das Thema zu treiben. Leading Transformation. Und das hilft, wenn Sie eine konstanten Nachlege im Feuer haben, wenn sie konstant nachlegen können und haben Mitarbeiter, die das dann verinnerlicht haben, die aber auch ein Ohr haben, die aber auch Begriffe haben, die sie überall anwenden können. Sie entwickeln eine Sprache. Sie entwickeln eine gemeinsame Veränderungssprache, Digital Landing Model. Dann gibt es gemeinsame Witze. Das ist keine Sprache, die ich Ihnen wiedergeben kann. Das ist ein gemeinsames Verständnis, was wir haben, weil wir waren alle in dem Moment, wo der Witz entstanden ist, in dem Team. Und dann lebt das weiter. Das ist wunderbar, das ist ein Gefühl. Wenn Sie dann irgendwo nach einem Monat in einem Projektteam sitzen und da benutzt jemand Worte, die Sie vor einem Monat in einer Diskussion gehört haben, das ist ein tolles Gefühl. Change. Hashtag myself. Das ist sehr anspruchsvoll.
Weil wir tun das ja gerne als Manager. Also Change Management finde ich toll. Jetzt macht ihr mal Change und dann sagt mir, wie es war. Super. Das funktioniert nicht. Also es fängt auch bei mir an. Auch ich muss mich verändern. Das ist ganz wichtig. What's in it for me? Also ich habe gelernt, wenn ich mich selber verändere und weiterbringe, dann irgendwie haben die Mitarbeiter mehr Interesse dran, was ich zu sagen habe. Also da ist auch was für mich dabei. Das ist ganz spannend. Und sie gehen nicht mehr mit der Brechstange rein, sondern auf einmal kommen die von alleine und schlagen es vor. Die Werkzeuge, Atka, Clark, Self-Organized Systeme. Es waren die Mitarbeiter, die Projektleute, die gesagt haben, wenn ich diese Veränderung, diese Strategie umsetzen soll, dann muss ich mich irgendwie anders organisieren. Das Systemische hat sich jetzt gut angefühlt, jetzt haben wir genug Brombeerkreis und Stuhlkreis und all das gehabt, jetzt wollen wir nochmal das Ganze strukturieren. Okay, super. Und in diesen Werkzeugen und in diesem Ansatz schlummert natürlich etwas, was wir lernen müssen. Und deswegen möchte ich das gleich zeigen, Fear, Resistance, Desire. Sie glauben noch nicht, dass eine Veränderung, wie ich sie gerade gezeigt habe, ob das MyTaxi ist, ob das Wettbewerb ist, ob das Banking ist, was digitalisiert wird, ob eine Kreditentscheidung, die abgeschafft wird und jetzt automatisch läuft, ohne Ängste läuft, ohne Wünsche läuft, aber auf jeden Fall mit Resistance. Und da hat man dann schon sehr viel Dialog, sehr viel Kommunikation. Und wenn ich meinen Tagesablauf beobachte, dann bin ich hauptsächlich in Projekten und hauptsächlich in der Kommunikation im Dialog. Und dann darf ich nach 5, 6, 7 Uhr abends dann noch irgendwelche administrativen Prozesse machen, weil irgendeine HR-Abteilung sich optimiert hat und es zurück an mich delegiert hat. So, das waren die ersten 10 Stunden. Das ist wunderbar. Deswegen, und da glaube ich sehr, sehr fest dran, ich habe gerade ein 5-Jahres-Projekt abgeschlossen, zum 1. Januar 18. Ich weiß nicht, wer von Ihnen IFRS 9 kennt. Ja, 5 Jahre. 5 Jahre Spannung aufgehalten. Ein Projekt, 5 Jahre on time, in budget, umgesetzt. Wissen Sie, mit wie viel Menschen wir geredet haben, wie oft ich in Malaysia, Singapur vorgetragen habe, warum wir das so machen. Und ich sage Ihnen, das war ein einfaches Projekt, weil es war mandatory. Das mussten wir tun. Das war regulativ. Und trotzdem haben wir mit jeder Einheit, mit jedem Betroffenen gesprochen. Manche Accountants haben auch hinterher gelacht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn ich irgendwas lerne beim Projektmanagement, ist, ich muss die Menschen, die betroffen sind, ansprechen. Ich kann Projektmanagement machen, ich kann Veränderungen machen, wenn ich den Leuten nicht rede, die es hinterher sozusagen abkriegen, brauche ich gar nicht anzutreten. Davon bin ich überzeugt, zutiefst überzeugt. Das ist aufwendiger und wir wollen das ja immer alles messen und Fortschritt und so weiter und so fort. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie es vorne nicht investieren, Sie zahlen hinten. Garantiert, weil die Resistance ist hinten raus deutlich höher. Jetzt haben wir einen Impuls ins Unternehmen gesetzt. Wir haben den ersten Moment der Veränderungsablehnung durchaus sanft mitgenommen. Mit einer Attitude des Dialogs, des Carings, des mitbegleiten. Wir sind jetzt dabei, das mit Tools und Crafts, mit einem fokussierten Change Management in eine Schiene zu bringen, wo wir es auch messbarer machen können. Das klappt ganz gut. Und wie, das will ich Ihnen zeigen, wo wir überall wirklich im Staccato-Takt Veränderungen ins Unternehmen reinbringen, ja reintreiben oder es auch reingezogen wird. Unterschiedliche Projekte, manche haben mehr Pull, manche müssen wir ein bisschen mehr pushen, manche kommen von alleine, manche tauchen auf, es ist ganz faszinierend, wo die überall herkommen. Als allererstes haben wir gesagt, und das ist halt wirklich nichts Neues, was sagt der Kunde? Gesundheit. Was sagt denn der Kunde?
Und das ist für uns dann doch schon nochmal eine neue Erfahrung, Pain Points of the Clients zu diskutieren. Wo tut es dem eigentlich weh? Und das tut mir natürlich noch mehr weh, weil ich bin der Kreditmanager, ich mache auch Kreditentscheidungen automatische. Und der tiefste Punkt in der Customer Journey bei einem Leasing-Finanzierungsvertrag ist die Kreditentscheidung. Die ist richtig schlecht. Also sind wir völlig hier hinten hingetreten und haben gesagt, so, wie bewegen wir uns eigentlich durch dieses System Daimler Financial Services? Was sagt uns der Kunde? Das ist was ganz Neues. Und dementsprechend bearbeiten wir unsere Prozesse, die hinten dran liegen. Wir sind dann hingegangen und haben ein eigenes Vorstandsressort eingeführt, ein CXO, Chief Experience Officer. Der ist zuständig für die digitalen Prozesse weltweit, horizontal durch die gesamte Organisation. Customer Centricity, klar, sagte ich, die Customer Journey zu begleiten. Wir sind dann hingegangen und haben in jedem Land, aufsetzend auf dem Status in diesem Land, gesagt, was ist denn deine Digital Roadmap jetzt? Wie wirst du dich von A nach B nach C bewegen? Manche sind schon teilweise da, manche sind noch in der Steinzeit, manche schicken sich noch einen Fax, die anderen geben es wieder ein. Das haben wir ja alles. Und jetzt haben wir für jedes Land eine Digital Roadmap. Bei der Digital Roadmap, das ist jetzt wieder eine Eigenerfahrung, stellen wir fest, dass natürlich Scalability und Plattformansatz aus meiner Sicht eine der besten Veränderungen zu früher ist. Wir sind deutlich schneller in den Regionen, wo wir auf Plattformen agieren. Oder deutlich langsamer in Europa, wo ich 23 unterschiedliche Systeme habe. Das ist sehr schwierig. Das ist Veränderungsmanagement. Wieso soll ein MD in Frankreich hingehen und sein System aufgeben? Das hat er sich ja gebaut. Das ist schick, das ist schnell, das ist zum Teil auch effizienter. Aber auf organisatorischer Ebene wird es billiger, wenn wir es auf eine Plattform setzen. Maintenance ist cheaper, Veränderung ist billiger. Das sind tausend Sachen, die dafür sprechen. Die Lokalen sagen, das stimmt nicht, das ist alles zu langsam. Das ist die Herausforderung, Geschwindigkeit in solchen Prozessen. Strengthening the Core, habe ich gesagt. Wir stärken, wir renovieren, wir komplett verändern die Prozesse in einem Financial Services Provider. Da gibt es berühmte Leute, die sagen, I need banking, but I don't need banks. Er hat nicht ganz Unrecht, ne? Also wenn Sie, ich glaube, da war auch eine Liste von den most desired jobs oder welche am schnellsten abgeschafft werden. Kreditanalysten sind eine endangered species, würde ich sagen. Das ist anstrengend für fast ein Drittel unserer Mitarbeiter. Den sagen wir im Grunde genommen, eine Digitalisierung wird deinen Job abschaffen. Und dann sagen wir, can I have some buy-in? Und kannst du mir noch helfen, das Projekt umzusetzen? Viel Dialog. Wir sind mittlerweile so weit, wir haben uns selber ein Unternehmen zugelegt, das ähnlich wie PayPal Zahlarten abwickelt. Wir haben uns dort positioniert, weil wenn Sie Car2Go angehen, da geht mit der Kreditkarte nicht mehr. Das geht jetzt alles irgendwie über die mobilen Devices. Und deswegen haben wir uns solche Unternehmen quasi einverleibt und wir fördern das für das gesamte Unternehmen, dass wir letztendlich Online-Payment für den Konzern hinbekommen. Digital Service Center, unsere gesamten Projects, also unsere Deliveries von Produkten, Software-Updates oder sonst was, kommen jetzt aus Digital Service Centers, die wir in den vier Regionen aufgebaut haben. Das sind riesige Veränderungen. Das sind Veränderungen, die sind so tiefgreifend, weil sie auf einmal einen ganz anderen Ansatz haben zu einer Softwareentwicklung. Wer macht das? Wer hat das übernommen? Ist das IT? Ist das das Digital Service Center? Wo ist die Business Unit? Wer macht das eigentlich? Digital Service Center. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema. Data and Analytics. Eine fundamentale Änderung in dem Gedankengut, wie wir mit Daten umgehen. Mein Lieblingsspruch in dem Thema ist, Data is democratic. Aber das müssen Sie mal hinkriegen. Früher war Data is power oder Macht.
Ich sitze drauf. Ich habe das. Ich kann das errechnen. Und wenn du den KPI wissen willst, dann musst du mich fragen. Komplette Veränderung. Bringen Sie mal ein Unternehmen dazu, seine Daten in einen See reinzuschmeißen, in einen Data Lake. Dann will jeder seinen eigenen Strandkorb haben. Ne? Das ist ganz anstrengend, aber es führt kein Weg dran vorbei. Das ist eine Veränderung in einem Denken, das ist fundamental. Für mich eingeschlossen, ich bin Risk Manager, mein Leben sind Daten. Und natürlich möchte ich meine Daten haben. Und auf einmal soll ich die abgeben an jemanden anders, der dann Data Owner und sonst was macht mit den Daten. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist auch Change Management weltweit. Weil ein Koreaner gibt seine Daten nicht einfach an einen Stuttgarter. Ein Chinese sowieso nicht. Der will die Daten. Das ist also hochgradig herausfordernd. Wo darf ich eigentlich Daten nutzen? Das ist eins der aus meiner Sicht fundamentalsten Veränderungen, die wir im Unternehmen sehen, ist, wie benutzen wir Daten? Was ist eine data-driven Organization? Da ist sehr viel. Our BI, das ist letztendlich unsere Business Intelligence. Was machen wir mit diesen Daten? Strukturierte Aussagen innerhalb von Sekunden zu liefern. Aber wir wollen ja noch weitergehen. Wir wollen ja noch weitergehen und dann noch sagen, ja, wo wird der denn den nächsten Leasingvertrag sich abholen? Welchen Leasingvertrag braucht er? Oder braucht er nur Mobility? Was biete ich ihm eigentlich an? Biete ich ihm etwas an, wenn er bei Car2Go gelandet ist, wie der Kollege Schmidt? Kann ich dem an irgendeinem Punkt eigentlich ein Auto anbieten? Know your customer. Wir bewegen uns langsam in einen Datenverarbeitungsmodus, dass der Car2Go-Kunde natürlich auch irgendwann mal, vielleicht hoffentlich bringe ich ihn dann dazu, einen Mercedes oder BMW fährt. Das ist natürlich sehr mächtig, dieses Erarbeiten von Intelligenz. Ganz spannend wird es hier, das ist Risk Management Early Warning. Wir sind unterwegs und nutzen Zeitungsartikel, Bloomfield, Moody's, sämtliche im Grunde genommen verfügbare Informationen, Public Domain Information, die gestreamt wird, die wir analysieren und wir können darüber hinaus dann an 40 Ländern sagen, passiert in dem Land ökonomisch etwas, was meine Kreditausfälle beeinflussen wird als Bank. Wir bewegen insgesamt ein Portfolio weit über 100 Milliarden. Das heißt, ich habe Interesse daran zu wissen, ob ein Land in irgendeine Richtung sich bewegt. Das nennen wir Early Warning. Das ist mächtig, das ist Public Domain Information. Wir waren schneller mit dem System herauszusagen, dass es in Italien Schwierigkeiten gibt als die Italiener. Das war sehr spannend. Und Mobility Needs habe ich erwähnt, dass wir gerne wissen wollen, wenn jemand anytime Mobility at your fingertips. Es geht dann aber weiter, das meinte ich vorher, intermodulare Mobilität. Wir haben ein Projekt gestartet mit Tretrollern. Die größte Herausforderung in der intermodularen Mobilität ist die letzte Meile und die erste Meile zwischen Haus und einem S-Bahn-Anschluss. Zwischen dort, wo sie gerade stehen und dem Zugang zu Mobilität, ob das jetzt Public Transportation ist oder irgendwas, zu einem Car2Go. Also die letzten 100, 200, 500.000 Meter, das ist die größte Herausforderung. Wenn Sie das hinkriegen, haben Sie fast ein Ökosystem kreiert, wo Sie eine durchgängige Mobilitätsdienstleistung anbieten können. Das passiert hier. Und wir positionieren uns sehr stark für Autonomes. Ich fahre liebend gern Auto und ich brauche ein Steuerrad. Ich weiß nicht, wie ich mich ohne Steuerrad fühlen würde. Machtlos. Wahrscheinlich. Werden wir in 10, 15 Jahren autonome Fahrzeuge haben, die Verkehr in den Inner Cities entlasten? Davon bin ich überzeugt. Vielleicht fangen wir mit Lastwagen auf amerikanischen Highways an, weil das etwas einfacher ist.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 10, 15 Jahren Flotten an autonomen Fahrzeugen haben. Die müssen gemanagt werden, die müssen finanziert werden. Da ist eine Infrastruktur oder eine Projektarbeit dahinter, das ist ja, mind-boggling, wäre das Wort. Das ist absolut beyond comprehension. Ich falle auch immer ins Englische. Das ist für mich sehr, sehr erstaunlich. Das ist PMO-Arbeit. Jedes einzelne der Hashtags, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wenn ich das zusammenfasse, dann sehen Sie ganz oben, es war einmal DFS, Daimler Financial Services. Können Sie sich den kommunikativen Aufwand vorstellen, wenn Sie jemandem sagen, der Financial Services macht und 150 Milliarden bewegt und eine Kreditentscheidung macht? Im Übrigen arbeitest du jetzt für Daimler Mobility. Das ist kommunikativer Aufwand. Das ist das Mitnehmen von Menschen. Das ist das Erklären, dass eine Leasing und Finanzierung immer schon Mobility war. Und jetzt haben wir das ausgeweitet. Das ist eine Herausforderung. Ich habe Ihnen erzählt, wir haben Impulse in das System gesetzt. Wir haben sehr stark als Management an der Haltung gearbeitet, wie wir mit Menschen umgehen. Wir haben uns dann die Werkzeuge besorgt, um das jetzt nachhaltig auch umzusetzen, strukturiert. Mit den paar Hashtags habe ich Ihnen versucht zu zeigen, so einen kleinen Einblick in die Werkstatt, was wir eigentlich gerade alles implementieren mit Projektarbeit. Und ich habe mich gefreut, dass jemand gesagt hat vorne, es geht nicht ohne Management-Coaching. Ich bin da zutiefst von überzeugt. Nicht nur einen geschützten Raum zu kreieren, sondern Management-Veränderungen mitzunehmen, den Impuls zu setzen und es nicht als Auftrag, ihr verändert euch und sagt mir mal, wie es war. Zutiefst bin ich davon überzeugt. Und das gemeinsame Kreieren von Sprache ist so ein Kleister, so ein verbindendes Element, dass wenn Sie in Singapur sagen, DLM, dann wissen die Leute, was ich meine. Oder diesen Impuls oder das, dann wissen die, was sie meinen. Das ist sehr mächtig. Das kreiert eine Kultur, die immer wieder belebt werden muss, die vorgelebt werden muss. Ich kann genauso, wie ich Veränderungen nicht in den Auftrag geben kann, kann ich auch nicht sagen, jetzt macht mal einen auf Kultur. Das kommt von uns, das muss von uns kommen. Das muss ich vorleben. Wir sind natürlich stolz auf Great Place to Work. Ja, wir kriegen aber auch das Feedback von unseren Mitarbeitern, dass das funktioniert. Das war ein Werkstattbericht. Ein ganz kleiner Blick hinter die Kulissen von diesen wunderbaren Farbfolien und Filmen und das, was PMO bewegen kann. Danke.